Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um Entropie und Informationsgewinn. Jetzt nicht gleich abschalten, nur weil wir hier schon direkt die Formeln haben. Wir wollen uns auf jeden Fall noch angucken, wie die zustande kommen und warum die so sind, wie sie sind. Okay, kurz noch zu den Beispielen, die wir hier, also D ist die Menge aller Beispiele, die wir hier gerade zur Verfügung haben, über die wir eben diese Entropie berechnen wollen. Also zum Beispiel ein Beispiel für Fahrradfahren, also wir sind Fahrrad gefahren, als es 20 Grad hatte und Wolken. Das wäre ein positives Beispiel, das wäre dann übrigens schon hier mit PT, da komme ich aber gleich dazu. Wohingegen es hat geregnet, 25 Grad gehabt und wir sind nicht Fahrrad gefahren, wäre ein negatives Beispiel. Und in D sind jetzt eben einfach alle Beispiele drin. So, jetzt wollen wir über diese Beispiele die Entropie berechnen. Okay, das können wir mit dieser Formel machen. Wobei Logarithmus sollte euch bekannt sein und Minus auch, aber PT und PF muss ich euch kurz erklären. PT ist der Anteil der positiv klassifizierten Beispiele. Das bedeutet, wir zählen wirklich durch. Wir nehmen die Beispiele, bei denen True rauskommt und teilen es durch alle Beispiele. Dann haben wir den Anteil an positiven Beispielen. Genauso bei PF, das ist der Anteil der negativen Beispiele. Also wir zählen die, bei denen False rauskommt und teilen es durch alle. Wenn wir PT plus PF rechnen, dann haben wir wieder alle Beispiele, denn es gibt ja aktuell nicht mehr. Und wir kriegen hier 1 raus. Also PT plus PF ist 1. So, und das kommt wie gesagt daher, dass wir jeweils durch die Anzahl an allen Beispielen teilen. Okay, und ja, hier den Logarithmus kann man so oder so berechnen. Das wird immer, also PT und PF werden immer kleiner gleich 1 sein und größer als 0, denn wir brauchen immer mindestens ein positives oder negatives Beispiel, sonst wird das hier minus unendlich. Das wäre blöd. Aber ja, ansonsten ist das hier immer zwischen 0 und 1 normalerweise. Und wir haben hier dann als Logarithmus immer die 1, was kleineres als 0 stehen. Ja. Deswegen wird hier dann was Negatives, also wir haben hier was Negatives beim ersten plus was Positives und deswegen wollen wir das Ganze minimieren. Okay, ich glaube noch deutlicher wird es beim Informationsgewinn, warum wir den maximieren wollen. Da rechnen wir nicht nur mit der Datenmenge D, sondern wir rechnen auch mit dem Attribut hier rum. Und das ist wahrscheinlich das Sinnvollste, vor allem für das, was wir brauchen. Nämlich wir wollten hier ja ein Attribut mit möglichst, ja das beste Entscheidungsattribut, damit man hier möglichst viele gute Entscheidungen trifft und der Baum möglichst klein wird. Also nicht so richtig lang, sondern ein möglichst praktischer Baum, bei dem man schon von vornherein bei der ersten Entscheidung sagen kann, 50% der Beispiele weg damit, die passen nicht in den Unterbaum und so weiter und so fort. Das macht unseren Baum einfach effizienter, deswegen wollen wir, wie gesagt, hier das beste Attribut wählen und das kriegen wir mit dem Informationsgewinn am besten hin. Denn hier nehmen wir auch noch gleichzeitig das Attribut mit rein. So, was wir machen ist, wir berechnen erstmal die normale Entropie über die Daten und jetzt subtrahieren wir was davon. Hier haben wir eine Summe und zwar über die Daten dv geteilt durch, also die Betragsstriche heißen, wir zählen die Daten insgesamt. Also wir zählen die Daten, die in dv sind, geteilt durch die Daten, die in d sind, die Anzahl wirklich. Mal die Entropie von dv. Jetzt fehlt nur noch, was ist groß V von A, was ist klein V und was ist dv. Groß V von A sind alle Values von unserem Attribut. Das bedeutet, wir haben Values in unserem Baum, können wir gerade mal zurückgehen. Hier hatten wir die Values für Wetter, Sonne, Wolken, Regen. Das heißt, groß V von A enthält diese drei, also Sonne, Wolken, Regen. Okay, und jetzt sagen wir, groß V von A ist eben das hier und wir summieren über alle Möglichkeiten, die wir hier haben. Also jedes klein V, also klein V ist zum ersten Mal Sonne, beim zweiten Mal ist dann Regen und beim dritten Mal ist es Wolken. Gut, und DV ist einfach die Daten, die für das Attribut A, also das, was wir hier vorne angegeben haben, genau diesen Value klein V haben. Also hier stehen jetzt alle Beispiele, alle Trainingsbeispiele drin, bei denen, für die zum Beispiel gilt, wir sind bei Sonne Fahrrad gefahren oder wir sind bei Sonne nicht Fahrrad gefahren. Also überall, wo Sonne irgendwie vorkommt, sind wir hier bei D Sonne. Bei D Wolken wäre es genau dasselbe. Wir haben sozusagen alle Trainingsbeispiele, bei denen Wolken irgendwie vorkommt und so weiter und so fort. Und da summieren wir einfach drüber und ja, dann haben wir hier den Informationsgewinn für die Daten,
die, Achtung, wir nehmen nicht alle Daten, sondern wir nehmen immer nur die Daten, die dann in unserem Parent Node, also in dem Knoten, wo wir uns als nächstes entscheiden müssen, quasi beim Aufbauen steht ja hier Temperatur noch nicht drin, da ist ja so. Und wir hatten hier bloß die Daten bei der Sonne, für die eben Sonne gegolten hat. Und jetzt gehen wir hierher und sagen, okay, was ist denn unser nächstbestes Attribut? Dann berechnen wir hier für jedes übrige Attribut, Achtung, Wetter nicht mehr benutzen, sondern nur einmal benutzen. Für jedes übrige Attribut berechnen wir diesen Informationsgewinn. Und zwar auch nur auf den Daten, die wirklich hier auf diesem Zweig noch stehen. Am Anfang hat man natürlich alle Daten. Aber sobald wir dann einmal einen Entscheidungsbaum hatten, also so eine Entscheidung hier, in diesem Knoten sind dann eben nur noch diese Daten drin, die schon Wetter gleich Sonne hatten, keine anderen mehr. Okay, und dann berechnen wir hier eben den Informationsgewinn für jedes übrige Attribut über den Daten, die es in diesen Knoten geschafft haben. Hier machen wir genau dasselbe und hier machen wir auch genau dasselbe. Und dann wählen wir das beste Attribut A und machen mit unserem normalen Algorithmus hier eben weiter. Super! Das war es eigentlich auch von meiner Seite schon wieder. Jetzt wisst ihr, wie man Informationsgewinn berechnet und ich würde hier ganz gerne noch was anpassen an unserem Algorithmus. Mit kleinster Entropie bringt uns nicht so viel. Mit maximalem Informationsgewinn, das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Das ist das Beste, was man hier machen kann. Okay, super, dann geht es nächstes Mal darum, wie kann man Overfitting vorbeugen. Ich hoffe, ihr wisst, was Overfitting ist. Ansonsten mal in den Grundlagen nachgucken. Da gibt es ein Video zu Overfitting. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.